So, meine lieben Freunde, willkommen zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Wir sind in Silden. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Auch seltener Krieger. Tja, was willst du hören? Das war doch noch nie anders. Hab ich jetzt hier eigentlich schon irgendeine Quest? Felllieferung abgeben. Lass dir bloß nicht einfallen, hier zu klauen, klar? Sagt wer? Tut mir leid, ich bin etwas nervös. Was macht ein Kerl wie du in diesem Drecksnest? Unmöglich. Unmöglich. Was ist deine Aufgabe in diesem Nest? Was soll ich schon groß machen? Ich hänge hier rum wie die anderen Söldner und warte darauf, dass etwas passiert. Du bist Söldner der Orks und hast nichts zu tun? Doch sicher. Entlaufene Sklaven wieder einfangen. Ganz schöne Schinderei, in den dichten Wäldern draußen jemanden wiederzufinden. Du bist nicht wild drauf, die Sklaven wieder einzufangen, oder? Die armen Schweine haben in den Wäldern ohnehin keine große Überlebenschance. Wird die Sklavenjagd hier gut bezahlt? Viel zu gut. Wir Söldner schlagen uns regelrecht darum. Wir lassen sogar absichtlich Sklaven laufen, um später ihr Kopfgeld kassieren zu können. Ihr Söldner lasst Sklaven laufen? Das hast du nicht gehört, klar. Wenn die Orks das spitz kriegen, sind wir dran. Ist er das denn? Jo. Was weißt du über diese Stadt? Silden liegt am Pass zu Nordmar. Als der Krieg begann, kamen die Orks aus dem Nordosten über die Berge. Deshalb ist Silden auch die erste Stadt, die überrannt und eingenommen wurde. Seit dem Tag hat es hier keine größeren Kämpfe mehr gegeben. Du bist kein Söldner. Du bist ein Rebell. Verdammt, ich hätte besser die Schnauze halten sollen. Was wirst du nun machen? Ich will euch helfen. Endlich jemand, der den Mumm hat, etwas zu bewegen. Wann wollt ihr Rebellen losschlagen? Hier in Silden sind die Orks in der Minderheit. Trotzdem regiert Umbrak immer noch mit eiserner Hand. Er muss irgendetwas Mächtiges in der Hinterhand haben, dass sie ihn alle so fürchten. Wir müssen erst wissen, was das genau ist, bevor wir die Revolte starten. Wie sieht's aus mit Waffen? In der Mühle am Fluss habe ich eine Menge davon gesehen. Müssten an die 5 Waffenbündel sein. Wenn wir die hätten, wären wir einen großen Schritt weiter. Wer führt euch Jungs eigentlich an? Mein Bruder Anok. Er hat sich mit einigen Leuten in den Wäldern verschanzt. Jemand muss ihm sagen, dass wir hier unten seine Hilfe brauchen. Ich habe Waffen für dich. Das ist gut. Mehr davon wären besser. Du hast gut reden. Wer regiert diese Stadt? Umbrak. Im Krieg war er ein großer Feldherr der Orks. Grompel, der Stadtschamane, ist seine rechte Hand. Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn vorher um Rat zu fragen. Was ist mit den entlaufenen Sklaven? Wenn sie noch nicht von Tieren gefressen wurden, verstecken sie sich irgendwo im Norden. Jemand muss sie in unser Auffanglager im Wald vor dem Pass bringen. Ein Mann namens Freemann wird sich um sie kümmern. Okay. Also, er ist Rebell. Er ist Rebell. Hätte ich mir fast denken können. Und? Dafür haben sie dich inhaftiert? Wie bitte? Willkommen im Knast, Bruder. Dieses Lager sieht gar nicht aus wie ein Knast. Lass dich von den offenen Palisaden nicht täuschen, Bruder. Die Orks beobachten jeden Schritt der Menschen hier. Warum bist du hier? Ich habe versucht, einen Feuerkelch aus der Truhe eines Orks zu stehlen. Bin natürlich dabei erwischt worden. Also halten sie mich hier gefangen. Warum flieht ihr nicht? Wohin denn? Die einzige Chance, den Ork-Patrouillen zu entgehen, ist der Norden. Doch in den Wäldern da oben ist es wegen der wilden Tiere viel zu gefährlich. Du lässt dich lieber versklaven, als ein Risiko einzugehen? Unsinn, ich sage nur, dass die Flucht uns nicht weiterbringt. Einige sind schon abgehauen, sind aber nicht weit gekommen. Wir müssen die Orks bekämpfen, Bruder. Ich habe damit kein Problem. Brauchen deine Jungs hier noch irgendwas? Seit einige Sklaven geflohen sind, sind die Orks verärgert. Also hungern sie uns aus, um uns dafür zu bestrafen. Ich besorge euch was zum Essen. Gut, am besten du gehst in die Stadt zu Gambal, dem Koch. Er versorgt die Orks mit gebratenem Fleisch. Sag ihm, wir verhungern. Ich will die Orks bekämpfen. Dann hör mir gut zu.
Ich weiß, dass die Orks größere Bestände an Waffen im Haupthaus lagern. Wir brauchen mindestens 5 Waffenbündel, Bruder. Am besten erledigst das selbst. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Erzähl mir mehr über den Feuerkelch. Ich weiß nicht so viel darüber. Ich bin doch kein Feuermagier. Die Orks haben mir den Kelch abgenommen und Zapotec hatte ihn dann in Verwahrung. Ich habe keine Ahnung, ob er immer noch in Zapotecs Hütte steht. Zapotec. Was willst du? Siehst du nicht, dass du störst? Ich habe damit kein Problem. Zu schwer. Wer ist hier der Boss? Ich bin hier der Boss. Du bist also der Herr dieser Stadt? Nein, natürlich nicht. Umbrak ist der Anführer dieser schmierigen kleinen Siedlung. Und ich hoffe, das ist er nicht mehr lange. Ich schätze, du wärst gern an Umbraks Stelle. Umbrak ist verweichlicht. Die Moras in der Stadt haben viel zu viel Freiheiten. Wie laufen die Geschäfte? Schlecht. Ihr Moras seid nicht einsichtig. Aufsässig seid ihr. Statt für mich zu arbeiten, lasst ihr euch von wilden Tieren zerfleischen. Die meisten Sklaven arbeiten doch. Ja, aber auch nur, weil ich sie dazu treibe. Deine Sklaven werden von Tieren zerfleischt? Richtig. Die Idioten fliehen in die Berge und werden dort von Wölfen gefressen. Sklaven fliehen aus deinem Lager. Ja, zum Henker. Ich werde dem Kerl das Fell abziehen, der sie freigelassen hat. War doch nie anders. Ich weiß, Mann. Ich werde dir deine Sklaven zurückbringen. Nein, das wirst du nicht. Töte sie. Alle 5. Nur so werden die anderen Sklaven wieder gefügig. Umbrak ist scheinbar sehr beliebt. Beliebt? Jeder Ork und jeder Mora in diesem Nest hat Angst vor ihm. Aber ich glaube die Geschichten über seine Heldentaten nicht. Ich würde ihn herausfordern, wenn ich könnte. Was hindert dich daran, Umbrak herauszufordern? Dieser elende Schamane Grompel! Umbrak unternimmt nichts, ohne ihn um Rat zu bitten. Man könnte fast sagen, dass Grompel der eigentliche Herr der Stadt ist. Ich könnte Grompel für dich töten. Das will ich sehen. Ich sehe, dass es dir ernst damit ist, was? Nun gut. Ich würde dir einen Batzen Gold geben, wenn es dir gelingt. Die Stadt wird stark geschwächt, wenn der Schamane Grompel fällt? Die miesen Rebellen sollen ruhig kommen. Ich habe keine Angst vor denen. Was für ein Lager ist das hier? Idiot! Das siehst du doch. Es ist ein Gefangenenlager. Hier kommt ein Mora wie du hin, wenn er uns Ärger macht. Ja, Enoch will ich jetzt natürlich nicht verraten. Ich speichere mal eben kurz. Ich gucke mal, ich glaube, in seiner Hütte der Feuerkelch ist. Du schleichst herum wie ein Dieb. Ich würde das gar nicht beachten. Ich werde einfach abwarten. Ich habe damit keinen. Ich glaube, ich will das gar nicht. Ist das dein Ernst? Unmöglich. Okay, ich bin Feuerkelch. Immer kurz nochmal mit dem reden. Nicht, dass er mich jetzt irgendwie hasst. Ich würde das gar nicht beachten. Tut aber nicht. Ich werde einfach abwarten. Mach hier keinen Ärger, klar? Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Hast du nichts zu tun? Stör mich nicht. Mach, ich bin mir sicher, du hast noch zu trotzdem tun. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Ein besonders herrlicher Tag, findest du nicht? Trotzdem gefällt mir zu schwer. Du bist Assassine? Richtig. Mein Name ist Quadir. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin neu hier. So. Dann weißt du sicher auch nicht, wie es hier läuft, hm? Macht nichts.
Ich werde mich schon um dich kümmern, mein Freund. Was machst du hier? Ich bin Beschaffer von wertvollen Arbeitskräften, mein Freund. Du bist Sklavenjäger. Ein garstiges Wort für diese verantwortungsvolle Aufgabe, findest du nicht? Ich weiß nicht, ob du damit recht. Kümmerst du dich auch um entlaufene Sklaven? Hier in Silden sind die Söldner dafür verantwortlich, zu erhalten, was ich ihnen bringe. Woher bekommst du deine Sklaven? Viele Menschen verstecken sich in den örtlichen Wäldern vor den Orks. Ich suche sie und überrede sie, für die Orks zu arbeiten. Ich will dir bei deiner Sklavenjagd helfen. Sehr schön, mein Freund. Ich habe gerade erfahren, dass sich im Westen eine Gruppe Holzfäller herumtreibt. Das sind starke Burschen. Wenigstens einen von ihnen solltest du dir schnappen. Was habe ich davon, wenn ich für dich einen Holzfäller versklave? Du wirst schon nicht leer ausgehen, mein Freund. Zeig mir deine Waffe. Was ist das? Ein Krummschwert. Macht auch nicht viel Schaden, ey. Ja, ne. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Irgendwann ist auch das vorbei. Das ist der Koch. Ich habe hier Felle von den Jägern. Gut, her damit. Hier ist das Gold dafür. 1500 Goldmünzen. Bring das Gold den Jägern. Aber trödel nicht damit herum, sonst werden sie sauer. Ist das hier eine Mühle? Es war mal eine. Doch seit die Orks hier sind, wird sie als Lagerhalle genutzt. Was wird hier gelagert? Brennholz, Fisch und Felle. Silden versorgt die ganze Umgebung damit. Was machst du hier? Ich bin hier der Lagerwart. Mein Name ist Gives. Ich stelle die Waren zusammen, die mit den Karawanen in die umliegenden Städte geliefert werden. Brauchst du noch was? Wenn du abreisefertige Güter findest, dann bring sie mir. Wenn die nächste Karawane kommt, muss ich gerüstet sein. Woher soll ich dir die Fische holen? Von den Fischern am Fluss. Man hat mir 8 Fässer versprochen. Wo bekomme ich Brennholz für dich? Die Sklaven im Gefangenenlager liefern mir das Holz. Sie müssten mittlerweile an die 10 reisefertige Stapel davon gemacht haben. Zeig mir. Na, der hat also die Orksöldner. Rüstung. Immer die Bolzen. Ich weiß, Mann, ich weiß. Da muss man auch durchgreifen. Kümmer dich besser um deinen Kram. Das war jetzt ein Waffenbündel. Wo sind denn die anderen? Es ist deine Ehre. Du musst entscheiden. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Kann ich die jetzt einfach nehmen? Oder nicht? Ja. Waffenbündel ist den Leuten also anscheinend echt egal. Ach, halt doch dein Maul. Das hätte er doch besser wissen müssen. Wo sind denn hier noch weitere Waffenbündel? Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Was ist los, müde? Mora? Was ist los? Was willst du? Tja, was willst du hören? Zu schwer. Hast du nichts zu tun? Ich bin Wache. Aber meine Hellebarde ist verschwunden. Ohne Hellebarde keine Wache. So einfach ist das. Was ist los, Mora? Wo finde ich seine Hellebarde? Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich bin ein bisschen
verwundert, dass ich hier nur zwei Waffenbündel gefunden habe. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Aber hier ist definitiv nicht mehr. Ach, halt doch dein Maul. Sehr merkwürdig. Das gibt doch nur wieder Ärger. Mach hier keinen Ärger, klar? Wo sind die Fischer hier? Wie geht's? Miserabel. Wie läuft das Fischgeschäft? Anstrengend. Wir fischen hier wie die Bekloppten. Ständig kommen Karawanen und holen die Biester ab. Wir kommen kaum hinterher. Leute, die Zeit ist gerade fortgeschritten. Das heißt, ich mache jetzt eben hier einen kurzen Cut. Das bedeutet für euch, ihr hört mich übermorgen wieder. Dann geht's hier nämlich weiter mit Gothic 3. Macht's gut, bis dahin. Ciao.